So, dann freue ich mich, dass ich gleich in die JS1 Premiere zum ersten Mal fliegen darf. Wann geht's los? Vermutlich erst so in 2 Stunden. Mhm. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Du darfst dann noch abkleben, damit du das Flugzeug noch näher betrachten kannst. Gerne. Und dann machen wir eine Sitzprobe mit Kissen, Batterien rein. Mach mal den Chat raus, damit du den noch anschauen kannst und ja, ein Foto davon machen Auf den kannst. Chat freue ich mich schon besonders. Da dürft ihr auch gleich mitgucken. Genau. Ich erzähl mal was über die JS1. Altes Flugzeug, das wurde schon fast über 10 Jahren gebaut, aber geht immer noch super. Wenn man überlegt, 10 Jahre altes Auto ist dann immer schon super alt und bei einem Segelflieger passt es eigentlich noch. Genau, dann ist es noch neu. Werk Nummer 38, also von eher alt ab, modern und schnell. Ja. Wir haben es ein bisschen modifiziert. Wir haben eine 3. Batterie reingetan. Bei Flügen über 15 Stunden ist das wichtig, Strom zu haben. Und noch Bluetooth-Musik, die auf den Funk geht, falls es langweilig ist, wenn du Glück kannst du Musik hören. Und wenn ein Funkspruch reinkommt, der unterbricht das, dann hörst du den Funk, kannst funken und dann kannst du wieder weiter. Ja, Musik mega. Hören. Was wiegt eine Fläche, Yves? 40 Kilogramm. Ich bin noch nicht ganz sicher. Man unterschätzt es immer, wie leicht die Flugzeuge eigentlich gebaut sind. Das fühlt sich schon ein bisschen schwer an. Wenn du willst, darfst du das mal austesten. Okay. Geht das mit dem Rücken? Bei mir soll es eigentlich passen. Du sagst, wenn du drehen möchtest. Ja, dann laufen wir erstmal. Jo. So, wird schön warm jetzt. Funktionieren die Mückenputzer aktuell oder sind die abgeklebt wegen Hänger? Ne, die sind abgeklebt, weil die sind mir in der Weltmeisterschaft in Ungarn abgefallen. Und ich konnte die noch nicht sauber einpassen. Ja. Gut. Workout ist überbewertet. Jetzt können wir die Außenflügel, die sind eigentlich voll riesig zum Dampfen, angeschrieben First Out. Ah, cool. Einmal mit Profis. Hier auf das Teil muss dann aufpassen. Ist gut, auf der anderen Seite auch aufpassen. Ja, ich hab. Da voll Flügel. Wie so ein Steckbaukasten. Das ist Lego für Erwachsene. Sobald ihr irgendwas gebogene Flächen habt, sieht es einfach gut aus. Und das sind die 21 Meter Ohren, wenn man die JS1 offen fliegen möchte. Und jetzt habe ich 18 Meter dran. Das ist ein bisschen anfängerfreundlicher. Und ich bin schon mal 18 Meter geflogen und 21 noch nicht, also außer Akkus. Surfer-Lifestyle. Perfekt. Ist schon echt selbsterklärend. Handwarm, oder? Ja. Meistens bleibt es drauf. Gut. Also, das ist die JS1, wie gesagt, ein bisschen älteres Modell, aber ganz schön. Elektrosystem ist, du hast da unten ein und dann fliegst du nicht immer auf der Batterie 1. Mhm. Der Jet ist halt auf der Batterie 2, aber du musst nicht umschalten. Das Jet-Instrument zeige ich dir, sobald wir Strom haben. Trimmung ist zum Drücken. Ja. Runter. Bist du dir gewöhnt, umzuwölben beim Starten? Ja. Okay, dann anrollen auf der 1 und Start auf der 5. Landung würde ich auch auf der 5 machen, kannst du aufs L machen, aber 5. Aber ist ja übertrieben, ja, 5. Nicht schlecht. Genau, sonst auch nochmal Bremse. Hier hast du noch einen Fuel Shutoff. Mhm. Den lassen wir normalerweise auf On. Ja. Genau. Die Jetbedienung, aber wir lassen den dann gleich auch nochmal raus, um das anschauen. Ja. Fuel sollst du noch haben. Jet ist eigentlich ziemlich einfach, du lässt den einfach an. Ja. Dann läuft das Instrument und dann, wenn du willst, dass er geht, machst du dann einen Run. Du hast so 3 Positionen. Extract,
und dann da kannst du ihn einfach gleich auf Front machen. Dann geht er raus und läuft an. Und wenn er im Idle ist, kannst du hier Gas geben. Gas geben, bestätigen oder zurück. Also wenn er auf Run ist, gibt er noch gar kein Gas, damit hast du noch keinen Auftrieb. Der, also der geht auf Idle, der dreht auf 30.000 Touren. Das heißt, damit geht es immer noch runter. Mhm. Und dann, damit du Schub bekommst, gibt es noch ein bisschen Gas. Wegen Mindesthöhe, was du Jet zünden würdest? Offiziell? Die, bei den anderen, die Hersteller machen, sagen so, man muss 450 Meter über Boden den Motor zünden, damit die irgendwie sich da rein raushalten. Mhm. Aber das macht sowieso niemand. Ich würde irgendwie bei, keine Ahnung, 150 Meter so halt, dass du einen guten Downwind fliegen kannst. Ich würde im Downwind den Jet rausmachen, damit du dann halt, wenn er am Ende des Downwind nicht kommt, dass du den Basin Final machen kannst. Ja. Und wenn er kommt, kannst du halt im Down da das Wegsteigen darüber. Mhm, ja, klar, was immer ich, mit Landefeld im Anflug. Einfach halt das Landefeld haben und dann rein. Sonst ziemlich einfach zum Fliegen. Mhm. Also wenn du mal oben bist, können wir dann kurz ein bisschen, kannst ein bisschen links, rechts langsam Flüge machen, dass du dich gut fühlst. Ja. Und dann gehen wir ein bisschen bei, auf. Bei Vorflug oder so würdest du welche Klappenstellung empfehlen? Genau, das ist die gute Frage. Eigentlich die 2. Die 2 ist so zwischen 120 bis 160 oder wenn du leer bist, bist du auf der 2. Ja. Und danach, wenn du schneller bist, gehst du auf die 1 oder vielleicht sogar bis 170. Bei der 2 ist das ziemlich flach, das Profil unten. Das ist eigentlich das optimale Profil, das auch für einen großen Bereich geht. Nur wenn du sehr langsam bist oder fürs beste Gleiten, also irgendwie auf 110 oder so, kannst du auf die 3. Aber das ist eigentlich eher etwas, das man selten macht. Ja. Dann steigen gehst du so auf die 4 oder eigentlich die 5. Ja. Das meiste steigst du auf der 5. Wie schwer, wie einfach geht das Fahrwerk? Einfach genug. Okay. Das ist kein Problem. Das heißt, bei anderen ist es schwieriger. Halt auch gut schauen, dass es schön verriegelt ist und so. So, also wir machen jetzt eine kurze Sitzprobe, bevor es losgeht. Und fahren einmal die Turbine, den Jet aus. Und dann geht's auch gleich los. Sind wir dran? Oh. Ja, ich glaube, da sitzt man schon ganz bequem. Ich glaube, du kannst ein bisschen weit nach hinten. Was empfiehlst du? Mach mal. Kannst du jetzt in die Höhe schauen? Das sind die Gurte, ne? Ja, ich weiß schon. Ja, kann man das Sitzkissen auch weglassen. Besser, oder? Kannst du mal das Jet-Instrument starten? Genau. Ja. Das könnte ein bisschen laut werden, wenn das die Haube nicht geschlossen ist. Wie genial! Ja, du das Ende raus, hat sich raus. Angehört wie ein Staubsauger. Würde ich sagen, ich bin ready. Der DG800 nach Auster fahren, aber dann müsstest du einfach solo Schönwind fliegen. Vielleicht ist das ein bisschen over. Da bin ich schon zufrieden, dass wir, glaube ich, den Akkus nehmen, wenn das passt. Oh nee, schon wieder Kamera. Ah, scheiße. Ein paar Millimeter reicht. Ich zeig dir jetzt ein. Deck das mal, weil das ist nicht mein Sponsor. Genau, Grüße gehen raus an Matthew.